Herzlich willkommen, liebe Freunde, und ein gesegnetes Hallo bei Enos zur dritten Folge der neuen Version Odyssey im Auftrag des Königs 2.5. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen gelootet, das heißt also, ich bin hier mal ein bisschen rumgegangen, habe Dinge aufgesammelt, wie zum Beispiel die Truhe von Theodor war doch Theodor, ja. Oder Jonathan. Ich verwechsel die Namen immer. Ich kann mir auch keine merken. Und möchte jetzt ganz gerne mehr Geld machen, damit ich eine bessere Waffe kriege. Dann brauche ich ja noch Verstärkung, noch Stärkepunkte und so weiter und so weiter. Jetzt sind sie natürlich nicht mehr alle hier. Dann schauen wir mal. Kunos Degen kostet 800. Ah, da kann ich nicht ran. Kostet 800 Gold. Kann ich mir nicht leisten. Außerdem braucht man 40 Stärkepunkte. So, wen haben wir denn hier nochmal zu schlafen? Gucken. Tankred. Den brauche ich gar nicht anquatschen. Verdammt. Ja. Anspringen sollte ich ihn auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Alles klar? Ja, Roland. Danke für die Nachfrage. Gut, okay. Nicht so weitergehen. Das war genau so, wie du gesagt hast. So, es sollte ja noch eine Quest für den Koch geben. Und zwar den Jonathan. Ah ja, okay. Jonathan. Oh, ich habe hier gar nicht großartig hier Sachen eingesammelt, nur die habe ich nicht gelootet. Mache ich jetzt mal. Okay, auch das ist geschafft. Jonathan. Ja, für den muss ich natürlich noch leckere Sachen besorgen. Scavenger-Keulen und so. Dann tun wir das mal. Aber wo? Das ist die große, fragsinnige Frage. Ups, Theodor rennt hier so rein. Was ist denn los? Hallo Theodor. Na, viel zu tun? Große Aufträge habe ich hier schon lange nicht mehr erhalten. Ein Schmied wie ich wird erst... Ja, okay, das hatten wir schon alles gehabt. Okay. Ich möchte mal wissen, warum es der so eilig hatte hier, der Theodor. So, schauen wir mal, ob Herbrand wieder da hinten irgendwo sitzt, um ihm was von Sehern auszusaugen, abzufragen. Ja, da ist er doch schon. Ich hätte gerne etwas über Sehern erfahren. Über unseren Alchemisten? Was willst du wissen? Was ist das für ein Mann? Nun, viel kann ich dir nicht über ihn sagen. Er ist auf jeden Fall ein hervorragender Alchemist. Und er ist schon seit vielen Jahren in unseren Diensten. Er kam einst vom Festland zu uns. Wisst ihr etwas über sein Leben, Herbrand? Nein, dazu kann ich dir wirklich nichts sagen. Da solltest du besser Margot fragen. Was sind das eigentlich für seltsame Geräusche in der Nacht? Ach die! Da kannst du ganz beruhigt sein. Das sind ganz harmlose Experimente. Warum meidet dann Cean die Leute und lässt sich selten außerhalb seiner Stube blicken? Nun, er ist ständig mit seinen Experimenten beschäftigt. Und er wird auch etwas menschenscheu sein. Aber mehr kann ich dir wirklich nicht über ihn sagen. Ups. Und zu Ende. Mehr kann er nicht sagen. Gut. Wenn ich hier keine Aufgaben mehr bekomme, dann muss ich runter ins Dorf und versuchen, da irgendwie was... Ja, die brauche ich, glaube ich, gar nicht ansprechen. Hallo! Was willst du? Sie... Ja, ist gut. Ja, die brauche ich gar nicht ansprechen. Okay. Schauen wir mal, ob Marwort noch was hat. Oder ich gehe dann zum Bruno, genau richtig. Ich gehe dann, versuche dann mal zu Bruno zu gehen. Ach, was ist denn mit der Truhe? Habe ich da eigentlich schon geknackt? Und Marwort... Da ist Rekrut, aber nicht Bruno. Wo ist Bruno? Ich glaube, dass sich daran was ändert.
Bruno ist bestimmt oben im Übungsraum. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ist doch wahr. Und zwar hier. Herbert ist da. Nee, auch nicht. Blind ist hier. Das hätte ich dir vorher sagen können. Das liegt doch auf der Hand. Mir brauchst du das nicht zu sagen. Alf. Hey du! Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Er muss wieder. Und wer ist er? Da ist Bruno, okay. Er ruht sich mal aus, der gute Bruno. Schau mal. Hey! Wir können nur abwarten. Und? Sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, Burghauptmann? Oh ja, die Disziplin hier in der Burg wird von Tag zu Tag schlechter. Ihr Waffenknechte lungert immer häufiger ohne sinnvolle Beschäftigung herum. Keiner sieht mehr ein, ordnungsgemäß seinen Dienst zu versehen. Daher habe ich mich entschlossen, härter durchzugreifen. Die Wachdienstzeiten werden ab jetzt für jeden Mann verdoppelt. Das gilt auch für dich, Waffenknecht Roland. Verstanden? Nein, will ich nicht. Mein Gott, ich habe keinen Bock auf Nachtdienst. Wegen dem Schlüssel zum Alchemistenzimmer. Mhm. Oliver hat mir gesagt, dass ihr den Schlüssel zum Alchemistenzimmer habt. Na klar habe ich den. Ich sagte dir doch, dass ich zuweilen die Heil- und Mana-Tränke bei Sejan hole. Ich würde euch gerne diese Aufgabe abnehmen. Warum denn das? Ich würde mir gerne mal Sejans Stube ansehen. So, aber von mir aus ist mir nur recht. Abgemacht. Wenn ich wieder von Oliver den Auftrag bekomme, einige Tränke zu holen, kannst du für mich gehen. Und wann wäre das wieder? Keine Ahnung. Frag mal ab und zu bei mir nach. Ich gebe dir dann den Schlüssel. Okay. Grundausbildung, da muss ich noch kräftiger und geschickter werden. Ja, jetzt weiß ich das. Ich soll ab und zu mal bei ihm nachfragen, damit ich den Schlüssel oder die Quest machen kann. Da ja alle hier von Sejan gesprochen haben, will ich doch endlich mal wissen, worum es geht bei dem Sejan. Klettern wir mal zu ihm rauf. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Und Oliver muss ich finden. Ey, Moment mal, Roland. Was willst du denn in Marbots Stube? Ich wollte... Ich habe die Erlaubnis hierzu. Die Erlaubnis? Davon weiß ich ja gar nichts. Na, hätte ich sonst den Schlüssel? Da hast du natürlich recht. Klar kannst du in Marbots Stube. Alles klar. Also habe ich Marbots Truhe schon geknackt gehabt. Ja... Schauen wir mal, das ist vielleicht ein schöner Raum. Guck mal, was es hier alles so gibt. Raus hier! Hä? Dann muss ich dich eben rausprügeln. Nee, das wollte ich nicht. Ich hau ja schon ab. Mann. Alarm! Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Na, so geht's auf. Okay, vielleicht sollte... Nee, Mitternacht ist ja Marbot da. Okay, Walter. Warte ich, bis du weg bist. Ja, spannend. Man muss auch ein paar Risiken eingehen. Ah, die Musik wird wieder dramatisch. Ich glaube, der bleibt hier unten hängen, kann das sein? Nee. Oh. Spannend. Buchkommode haben wir gesehen. Schinken, Brot, Äpfel, Käse, Wein. Ist hier noch was? Ich soll ja am besten die Tür zumachen hier. Falsche Seite. Okay, dann ziehen wir sie zu. Wunderbar. Okay.
Marbots Truhe. Versuchen wir es mal. Ja, schön. Was ist das? Die südländische Verteidigung. Und 300 Gold. Hey, wir können Waffen kaufen. Perfekt. Super, klasse. Gibt's hier noch was? Nein. Oh, sorry. Ich bin an mein Mikro gekommen. Jetzt war noch was mit einem lustigen Schalter. Also es ist jetzt Spoiler-Alarm angesagt, liebe Leute. Überspringen, wenn ihr das nicht sehen wollt. Oder gebt mir einen Hate-Daumen. Noch eine Marbots-Truhe, lustig. Ja, dann werden wir erstmal hier diese schönen Sachen looten. Jede Menge Rauchwaren. Oh, dann machen wir die Wasserpfeife mal an. Ich habe, glaube ich, noch Tabak im Arsenal. Quest Wasserpfeife. Mhm. Ich fühle mich entspannt. Doppelten Tabakrauch. Jetzt wieder immer ruhiger und ausgeglichener wirst. Sumpftabak rauchen. Herrlich. Perfekt. So, jetzt bin ich wieder voller Energie. Und dann haben wir wieder eine Truhe. Uiuiuiuiui. Da gibt es viel zu holen. Ich werde natürlich hier nicht die Kombination preisgeben. Ach. Wenn ich doch so viel Kohle habe, dann werde ich bei Kuno doch mal ein bisschen was kaufen. Zeig mir deine Ware. Ich kann mir auf jeden Fall schon mal den Offiziersdegen kaufen, auch wenn ich die Stärke noch nicht habe. So, dann ein Jagdbogen. Das ist mir sowas von Latte. Dann haben wir Amulett der Erzhaut. Da habe ich ein bisschen mehr Schutz. Und ein altes Buch über Edelsteine. Oh ja, Gott. Schild. Na, dann brauche ich erstmal die Schildparade. Merken wir uns mal vor. Was können wir ihnen denn so verkaufen? Das hier. Nee. Also soll es erstmal gewesen sein. Gut. So, aus einer der Marbots-Truhen habe ich doch... etwas gefunden. Die südländische Verteidigung. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Aha. Gut, das heißt also, die südländische Verteidigung hat mir was eingebracht. Und zwar mit Einhandwaffen. Wo ist denn das hier? Einhänder, 13%. Okay. Zweihänder noch 5 Bogen. 5 Armbrust, 8. Interessant, da sind auch Bücher verteilt, wo man was lernen kann. Gut, schauen wir mal weiter. Oliver, ich such dich. War denn Oliver? Oliver war doch... Wenn die nicht immer alle so rumlaufen würden, dann könnte man das auch wissen. War denn Oliver bloß? Nein, das ist ein Ritter. Ah, da sind doch wieder nur Erik und... Ah, Oliver, Oliver, Oliver. Hey du, jemand hat behauptet, dass er dich in meinem Zimmer gesehen hat. Stimmt das? In eurem Zimmer, Kommandant? Das muss ein Missverständnis sein. Der Raum ist doch immer verschlossen. Er war verschlossen. Jemand hat meinen Ersatzschlüssel entwendet. Weißt du etwas darüber? Nein. Und von dem Geheimraum weißt du wohl auch nichts? Meint ihr etwa die alte Bibliothek, die schon lange unzugänglich ist? Nein, die meine ich nicht. Jemand war in meiner Truhe gewesen und hat... Ach, das gehört nicht hierher. Wenn ich den Kerl erwische, dann wird er lebenslang im Kerker zubringen, verstanden? Na, dann viel Erfolg. Sind wir nochmal weg.
sind wir nochmal gut weggekommen. Meine Oliver, Oliver. Der ist doch an der Brücke. Jetzt weiß ich es wieder. Zu dem Paladin-Turm. Zu einer gewissen Zeit. Ja, sorry, dass ich jetzt wieder rumlaufe. Aber jetzt hockt er ja nicht mehr hier. Oder steht nicht mehr hier. Oder er hält hier noch Wache. Bitte, bitte sei es, Oliver. Ja. Hey. Toll. Ach ja, hier war ja noch so eine Weinstube. Ja, was soll's. Krieg ich einen roten Kopf von. So, vielleicht kann man hier Pech bekommen. Ja, dann haben wir das auch schon mal. So, dann werden wir mal. Oh, wo sind wir denn? Meine Meinung will ja keiner hören. So, jetzt geht's aber raus ins Dorf. Und es regnet. So ein Mistwetter. Naja. Gucken, was sich alles so ereignet auf dem Weg ins Dorf. Na? Los, Grabmotte! Nein, Blutfliege! Vielleicht beide, das ist doof. Oh nein, ich will nur eine. Welche ist denn jetzt näher dran? Hier, ne? Ja. Das war's nicht. Gut, lassen wir das mit dem Blut fliegen. Ihr habt gesehen, ich habe eine Vorabversion. Die ist noch nicht fertig. Noch nicht richtig fertig. Und deswegen haben wir ein paar Anzeigefehler gehabt. Und zum Trost gibt es ein paar Blaufliedergeschichten. Jaha, Lutinger, mitten beim Wettinger. Oh, Holzfäller-Axt brauchen wir unbedingt, damit wir zum Beispiel hier mit der Säge und einem Baumstamm sägen können. Aber zuerst braucht man einen Baumstamm, ne? Genau, richtig. Und zwar, das ist dieser hier. Dann gehen wir hier wieder zur Baumsäge. Dann kann man einen Holzstamm sägen. So, und das ist wichtig für die Pfeilherstellung. Deswegen gehe ich auf den Holzstumpf. Oh, das ist auch neu. 5 Vollspalten. So, jetzt geht es auf direkten Wege runter ins Dorf. Dann werden wir ein paar Mädels kennenlernen. Die Jutta, die Charlotte, Bauern. Hier, die sich hier, meine Herren. Schau mal, hier ist doch schon mal die Jutta. Achtung, Jutta. Will die nicht? Will wohl nicht. Hallo Roland, wie geht es dir? Danke, Jutta. Ganz gut. Und wie geht es dir? Mir geht es soweit ganz gut, Roland. Danke für die Nachfrage. Solange ich von meinem kleinen Warenverkauf hier leben kann, bin ich zufrieden. Und? Was macht dein Bruder Fred? Ihm geht es auch gut. Er kann jede Menge Fische fangen und das reicht ihm. Zeig mir deine Ware. Dann gucken wir doch mal, was Jutta hier so alles im Arsenal hat. Zum Beispiel Amulett der Lebenskraft. Ach, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich bei Kuno auch ein Amulett gekauft habe. 7 Dietriche. Ah, hier ist der Schäferhut. Wer meine ersten Let's Plays gesehen hat, in der 2.4.3-Version, der weiß ganz genau. Also, Schäferhut kaufen. 100, genau richtig. Was haben wir hier? Salz, die hat auch Salz, okay. Und das Amulett der Lebenskraft. Dann sind wir eigentlich schon mal ganz gut ausgerüstet. Fällt mir gerade ein, dass ich noch unbedingt 12 Rüben haben muss. Könntest du vielleicht Johann fragen, ob er noch welche für mich hat? Aber sicher, Jutta. Das kann ich gerne für dich machen.
Bekommt Johann noch was dafür? Eigentlich nicht, da Fred ihm dafür Fisch gebracht hat. Aber wenn ja, dann bekommst du es natürlich von mir zurück. Ach ja, ein bisschen Smalltalk. Ist eine ganz nette, ist das, diese Jutta. Was gibt es so Neues? Da fragst du noch? Sieh doch zum Hafen. Es hat doch endlich wieder einmal ein Schiff hier angelegt. Ich hoffe nur, dass es nicht unseren kleinen Frieden hier zerstören wird. Wieso glaubst du, dass dieses Schiff den Frieden zerstören könnte? Es kommt aus der Hauptstadt Vanguard, das von den Orks belagert wird. Sie brauchen sicher Verstärkung. Und dann... Und dann? Was? Dann wird ihnen Marbot so viel Männer mitgeben, wie er entbehren kann. Vielleicht bist du dann auch dabei, Roland. Das möchte ich nicht. Ich würde es nicht gerne sehen, wenn dir etwas passiert. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Jutta. Mir würde schon nichts passieren. Außerdem glaube ich nicht, dass Marbot es zulässt, dass wir nach Vanguard gehen. Er hat viel zu viel Angst, dass Athanos dann ohne Schutz bleibt. Hoffentlich. Aber ich weiß auch, dass du nur zu gerne von hier weg willst. Warum kannst du nicht mit mir und den anderen hier in Frieden leben? Das würde ich schon gerne tun. Doch solange unsere Heimat in Gefahr ist, muss ich sie verteidigen. Außerdem weißt du, dass ich gerne Paladin werden möchte. Ich kann nur einer werden, wenn ich mich im Kampf bewähre. Ach, ihr Männer denkt nur an Krieg. Ihr solltet lieber an den Frieden denken. Und die Frauen nicht alleine lassen, die sich um euch Sorgen machen. Also, wenn du das auch den Orks klar machen könntest, hätte ich damit kein Problem. Sehr witzig. Aber von mir aus auch das. Wenn ich damit den Krieg beenden könnte, dann würde ich auch mit den Orks sprechen. Sehr schön. Die beiden mögen sich wohl oder Jutta mag ihn wohl. Also, ein bisschen Rüben zupfen. Kochlöffel stibitzen, so jetzt. Also, Rübezuppe. Maybe for our English speakers or for our Russian and Polish friends, I can comment it in English language too. Maybe it is maybe it's gewünscht. Also ich könnte mal so ein bisschen Mischmasch. Maybe I can speak German and English too while I'm commenting this game. Okay, we do have Feldrüben. Und, ja, noch ein Trick. Da hinten steht ein schöner Schrein. There is a beautiful shrine. And you can see the sun is shining on the shrine. So, and now I can beten. I pray. I pray for 100 gold, 50, 25 or 0 gold. Okay, I'll pray for 100 gold. Ich prähe jetzt für 100 Goldstücke. Oh, siehst du, Stärke 1. Ha, das ist ein starkes Gebet gewesen. This was a really strong prayer. Ah, gut, 12 Rüben. Gucken, haben wir 12 Rüben? Wir haben jetzt so viele Sachen hier. Sellerie. Wo sind denn hier die Rüben? Steckrüben, sind das die hier? Feldrübe, ja, Wollinger. So, zurück zu Jutta. Ach, ich spring doch so gerne. So, wer fegt denn jetzt hier in dem Raum? Jutta. Aha. Oh, ich habe vergessen, den Bauern anzusprechen. Denn ohne, dass ich den Bauern anspreche, wird wahrscheinlich die Quest nicht aktiviert. Without talking to the Bauer. Oh, das wird sonst witzig, wenn ich das so quatsche. Oder ein bisschen lächerlich. So, hier ist der Bauer Hermann. Hallo Hermann, wie geht es so? Alles klar? Hallo Roland, danke für die Nachfrage. Ich kann mich nicht beklagen. Wo ist dein Sohn Klaus? Ich konnte ihn nirgendwo im Dorf finden. Klaus ist noch auf der Jagd, da er für euren Koch Jonathan eine Menge Fleischkeulen besorgen soll. Du findest ihn irgendwo auf der anderen Seite der Insel. Das war doch nicht der Bauer, oder wie, oder was, oder wie?
Da ist schon wieder eins von diesen Drecksviechern. Wache! Wache! Das gibt Experience Points. Sie? Ein bisschen weniger. Okay. Now maybe I should eat something to get really more health. Bauer Johann, der muss doch hier sein. Oh, maybe in the house. I guess. Or? No. Is it the sister's house? Okay, well, she is grooming the room. We'll take some fish. Ah, da haben wir wieder Feldrüben. Oh, Waldbeere. Nicht ins Essen treten da! Tritt mir da ins Essen. Maybe I'm going to sleep, then I can better find the Bauer. The Johann. So, das ist die Charlotte. Gut, okay. Also ich werde erstmal versuchen, die Quests nacheinander abzuarbeiten und nicht irgendwie so durcheinander zu fragen. Oder maybe I should do it step by step, the quests step by step, and then there is no more chaos. So, I guess this is Mr. Johann. Hey, hallo Johann. Na, wie sieht es aus? Ah, hallo Roland. Wie soll es schon aussehen? Immer dieselbe Plackerei. Ich habe es nicht so gut wie ihr Waffenknecht und Paladin des Königs. Den ganzen Tag nur herumstehen, dazu hätte ich wirklich keine Zeit. Nun, zugegeben, im Moment haben wir nicht viel zu tun. Aber wenn die Orks kommen, wirst du froh sein, dass wir da sind. Dann zeigen wir Waffenknechte und Paladine, dass wir nicht ganz unnütz sind. Ja, ja, hast ja recht, Roland. Ich wollte euch auch nicht beleidigen. Aber die ganzen Probleme, die ich im Moment habe, machen mich ganz verrückt. Jutta schickt mich. Sie braucht noch ein paar Rüben. Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Für den Fisch. Tja, hier habe ich keine mehr. Am besten gehst du auf das Feld und nimmst dir, was noch da ist. Der hat wirklich eine lustige Stimme. He's got a really funny voice. Oh, so very calm and peaceful. Maybe a little bit dumb. Okay, now we have the quest with the Feldrüben. Nun haben wir die Quest mit den Feldrüben und dann gehen wir zu Jutta. Dann müsste auch alles in Butter sein bei Jutta. Achtung. Hey! Was hat er doch vorher gewusst? So, da bin ich wieder. Ich habe die Rüben. Sehr schön. Du kannst sie direkt eurem Koch Jonathan geben. Aber da fällt mir ein, dass er noch 2 Dutzend Fische bei mir bestellt hat. Könntest du die Fische bei Fred abholen und ebenfalls Jonathan geben? Ist doch ein Weg. Klar, Jutta. Kann ich machen. Sehr schön. Geld braucht ihr Jonathan nicht zu geben. Er hat mich schon im Voraus bezahlt. Aber komm ruhig nochmal vorbei. Ich habe da noch eine Kleinigkeit für dich. Oh, yes. She's a really nice one. Okay, maybe I put some strengthen things on my body. Wo ist ja noch ein... Ah ja, hier. Und zwar Amulett der Erzhaut. Und was ist das? Amulett der Lebenskraft. Which is better? This one or this one? Okay, I'll take first the Lebenskraft for life. Then the Schäferhut. The Sheep Hat. Where is it? Sheep Hat. Ah, there. Goody. So. We are now a little bit more armored. Jetzt ein bisschen mehr geschützt, gerüstet. Und jetzt darf ich zu Jonathan hin? Nee. Da muss ich erstmal nach Fisch gucken. Und Fisch gibt's bei Fred, dem Fischer. Und Fisch. And the fish is at Fred's. Hier ist Götzi Mausi. See, Fisch. Fisch.
Frische Fische. Ja. Okay, Fisch. But herring is wanted. But not a stupid normal fish. Hallo Fred, was macht der Fischfang? Hallo Roland, heute brauche ich mich nicht zu beklagen. Ich habe eine ganze Menge Fische aus dem Meer geholt, war heute mal ein Erfolgstag. Aber du bist doch nicht wegen den Fischen extra von der Burg bis hierher runtergelaufen, oder? Du wolltest dir doch bestimmt das Schiff ansehen, um das so viel Tamtam gemacht wird. Ja, deswegen bin ich auch gekommen. Doch sag, inwiefern wird hier viel Tamtam gemacht? Nun, als das Schiff vor Anker gegangen ist, dachte ich mir, dass ich mal hinübergehe und der Besatzung meine Fische anbiete. Da schnauzt mich auch noch dieser Bertrand an und sagt, dass ich auf dem Schiff nichts zu suchen hätte. Richtig grob wurde er. Jedem wurde ausdrücklich verboten, den Kahn zu betreten, als ob die eine solche an Bord hätten. Würde zu gerne wissen, warum der Zutritt für jedermann verboten wurde. Jutta hat mich gebeten, 2 Dutzend Fische bei dir abzuholen. Ach ja, die für euren Koch Jonathan. Schau mal bei meinem Boot nach. Da müssten so viele Fische gerade noch rumliegen. Aber halt, dann haben wir ja keinen Fisch mehr für unseren Marktstand. Und soviel ich verstanden habe, wollten Dorothee und Anna noch jeweils 1,5 Dutzend Fische von uns haben. Heißt das etwa, dass ich die Fische jetzt nicht haben kann, oder was? Wie? Doch, doch. Du kannst ja nichts dafür, dass ich das vergessen habe. Nimm sie ruhig. Außerdem haben die Frauen keine gewöhnlichen Fische, sondern Heringe bestellt. Und von diesen habe ich keinen einzigen mehr. Tja, dann musst du wohl heute zum 2. Mal auf Fischfang gehen. Geht nicht. Dann muss ich hier noch eine Menge erledigen. Was mache ich nur? Halt, Moment mal, Roland. Könntest du nicht vielleicht für mich die Heringe fangen? Was? Ich soll jetzt deinen Job übernehmen? Hey, schon vergessen. Ich bin Soldat, kein Fischer. Ich weiß, Roland, aber du bist der Einzige, den ich fragen kann. Du würdest mir damit wirklich aus einer Notlage helfen. Aber ich habe vom Fischfang überhaupt keine Ahnung. Kein Problem. Das ist kinderleicht, wenn man weiß, wie es geht. Pass auf. Du schnappst dir das Boot, wo ich die Fischernetze befestigt habe, und fährst rüber zur Moderate-Insel. Dort gibt es eine Menge Heringe. Ich bin sicher, dass du schon mehrere Fische im Netz hast, bevor du die Insel überhaupt betreten kannst. Am Strand liegen sicher noch genug Fische herum. Tja, und außerdem kannst du dir dann noch einen feinen Moderate-Braten holen. Ja, schon gut. Ich fahre rüber. Wie viele Fische sollen es denn sein? Also ich denke mal, dass 20 Heringe genügen werden. Was du sonst findest, kannst du gerne behalten. Denn du weißt ja, dass ich, armer Teufel, dir ansonsten nicht viel geben kann. Schon gut, Fred. Du weißt, dass ich dein Freund bin. Danke, Roland. Bist ein echter Freund. Ach ja, übrigens. Wenn du das Seil vom Boot losmachst, solltest du sofort hineinspringen. Sonst schwimmt das Boot womöglich noch ohne dich davon. Ach nee. Hätte ich wirklich nicht gedacht, du Spaßvogel. Ich weiß jetzt, warum keiner auf das Schiff darf. Und? Was ist der Grund? Ich bin ganz Ohr. Marbot befürchtet, dass euch die Schiffsbesatzung die Situation auf dem Festland schlimmer als in Wirklichkeit darstellt. Er hat Angst, dass hier eine Panik ausbricht. Aus diesem Grund hat er jedem untersagt, das Schiff zu betreten. Ach so, ich dachte schon, es wäre schlimmer. Allerdings kann man daraus schließen, dass es auf dem Festland wirklich schlimm aussieht. Aber das konnten wir uns ja ohnehin denken. Immerhin weiß ich jetzt Bescheid. Ich danke dir. Okay, I have to get the fish on my own by using this ship here. Ich muss also den Fisch selber oder den Hering selber fangen. Und zwar mit dem Bötchen da. So, da fällt mir ein, ich sehe meinen Schäferhut gar nicht. Habe ich den nicht aufgezogen oder wie oder was? Ne, habe ich nicht aufgezogen. Jetzt ist er auf. Oh, Schäferhut steht mir gut. Okay, should I go to the Insel there? To the island, Moderate Island. Okay, I'll try it. Oh, this will be very dangerous. Okay. First, push here and jump on the ship quickly. Land in Sicht! There is herring. No, fish.
Oh. Ein paar Muscheln. Okay, Fisch. Fisch. Hering. Ah. Hering. Dann muss ich den Fisch halt eben von außen holen. Ich habe noch nie schwimmen gelernt. I haven't learned to swim yet, because I can't go into the water. Und bloß nicht in die Fänge der Molara zu kommen. I have to search for more fish and I have to watch out of the mole rats here. Maybe there are more fish here at the shore of this little cute island. So I think. Only fish. I need herring. Herring. Herring? Maybe? Keith Herring? No. Okay. Das ist echt mühselig. I know that there is... Oh, there's a herring! No, another herring! Come on, yes, that's great. Always single... Na, come on! Yep, yep, yep. Yeah. Okay. Now the next one. Come on, alone, please! Thank you. Okay. Ja. Dann werde ich... Aha. Da ist meine schöne neue Stufe. Das finde ich doch gut. Okay, dann werden wir die dann hier alle mal wegrasieren. Dann geht es nachher wieder weiter. Ah, hier haben wir wieder ein Versteck auf der Molarad-Insel. Das ist gut. Hier gibt es sogar was. Oh, jetzt habe ich wieder zwei Stück. Nee, die will ich nicht. Oder? Zwei Stück auf einmal, das ist viel, das ist viel, das ist sehr viel. Mal gucken, wie wir das machen. Das wird knapp. Ach, Leute, das wird knapp, das wird knapp, das... Ey. Lauf endlich, lauf endlich. Gut. So. Machen wir das Surf and Turf. Mein Gott, der verschlingt das ja so. He's eating the fish with all his bones. Mit all den Geräten. Oder ist er wieder? So. Und. Kacke. Oh, jetzt haben wir wieder die Fehler. Dann gucken wir mal eben, was hier drin ist. There is a little... Oh, this is a little cave or something. There is something hidden. For example, rum. Okay. And a Hornmuschel. Okay. Something else? Klappmuschel. Ich brauche nur noch einen Hering. I only need one herring. Oh, yeah. So, alle Mole Rats erledigt. Mir fehlt nur noch ein Hering. Komm. Oh, endlich. Das war ein Kampf, Leute. Das war wirklich ein Kampf. Wo sind die 20 Fische? Da, da waren sie. Hier, da sind die 20 Fische. Ich kann endlich wieder nach Hause paddeln. Ihr seht hier, es ist sturmtiefe Nacht. It's middle in the middle of the night. And now, I'm going home. Yes. Okay. So, mal gucken, wo ist denn Fred? Ach, der hockt da. Wie viele Fische haben wir? 20 haben wir. So. Alles klar. Hier, deine Heringe. 20 Stück. Prima, Roland. Ich danke dir. Und war doch gar nicht so schwer, oder? Nee, war wirklich kinderleicht. Siehste, hatte ich dir ja gesagt.
Ja, kinderleicht. Ich habe den ganzen Tag auf der Mallrat-Insel rumgekloppt und gesucht. Oh. Ja. It really took the time. But it was worth it. Hallo Dorothee, wie geht es so? Ach, danke Roland. So weit, so gut. Bist du wegen dem Schiffer untergekommen? Ja, ich wollte es mir mal ansehen. Ein stattliches Schiff. Nur schade, dass Marbot verboten hat, es zu betreten. Immerhin ist es beruhigend zu wissen, dass noch Schiffe des Königs die Meere befahren. Ich hatte schon in Gerüchten geglaubt, dass unsere Flotte von den Orks vollständig vernichtet worden wäre. Inno sei Dank, dass dies nicht so ist. Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist aber nett von dir, Roland, dass du mich fragst. Ich stecke nämlich bis zum Hals in Arbeit. So? Aber euer Haus will ich nicht gerade putzen. Wo denkst du hin? Das werde ich schon alleine machen. Aber ich brauche nur etwa 20 Äpfel für meinen Kuchen. Was? So viele Äpfel für einen Kuchen? Naja, es soll ja auch ein ziemlich großer Kuchen werden. Charlotte ist ganz wild auf Apfelkuchen. Na, dann soll Charlotte ihren Kuchen haben. Ich soll wohl die Äpfel von eurem Apfelbaum pflücken, der hinter eurer Scheune steht. Richtig. Aber wo Johann die Leiter wieder hingetan hat, kann ich dir leider nicht sagen. Ist doch kein Problem. Dann frage ich ihn halt. Ach, das habe ich schon selbst getan, Roland. Vor lauter Arbeit weiß mein Mann leider nicht mehr, wo die Leiter steckt. Der Gute wird halt immer vergesslicher. Ja, ja, das Alter. Ich habe es schon manchmal schwer mit ihm. Wie gut, dass mir sowas nicht passieren kann. Tja, was nun? Hast du denn deine Tochter schon gefragt? Natürlich. Aber auch sie weiß es nicht. Du wirst die Leiter leider suchen müssen. Aber allzu weit kann sie nicht sein. Das war doch klar. Okay. I have to harvest some apples in an apple tree with a ladder and I have to search for the ladder. So I will search the ladder now. Maybe I know. Maybe it is here. Maybe. No. This. Where is the ladder? Wo ist die Leiter? Also irgendwie muss sie hier in der Nähe sein. Ah. Only Beeren. Roots. Oh, goddamn, where's the ladder? And now, we're going up to the apple tree. And where is the apple tree? Is this the apple tree? Oh, Mrs. Appleby. I want to hug you under the apple tree. Oh, this has a different color, so I guess this is the apple tree. Oh, there are apples always. Oh. Huh? Sploosh. Einmal ist da die Leiter. Okay. Now climb up the ladder. Okay. Taken. Okay, there's another herb. Now we are going back to Charlotte. To give her all the apples I collected. So that she can bake a very tasty apple pie. No, Charlotte? No, it's the other one. Eh? This! Dorothy was it. Here are your apples. Hier hast du deine Äpfel. Danke, Roland. Dann hast du die Leiter also gefunden. Wo war sie denn? Sie lag an der Scheune, hinter den Büschen versteckt. Ach, jetzt erinnere ich mich. Ich selbst hatte sie nach der letzten Ernte dahin gelegt. Wie peinlich. Was?
Du selbst hast die Leiter hinter die Büsche gelegt? Ja, da habe ich aber Johann ganz schön Unrecht getan. Du hast ihm doch hoffentlich nichts davon gesagt. Nun, ich... Mach dir mal keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass Johann jetzt böse auf dich ist. Hoffentlich, hoffentlich. Naja, hier hast du 20 Goldstücke für deine Hilfe. Und nochmals vielen Dank. Okay. Quest erledigt. Naja, wenn Charlotte schon hier ist, mal gucken. Hallo Charlotte, wie geht es dir? Warst du schon unten beim Schiff? Wie? Ach so, ja, ich war unten. Ist ganz nett, interessiert mich aber nicht besonders. Wie bitte? Warum denn das? Hast du Probleme? Ach, frag besser nicht, Roland. Im Augenblick fühle ich mich nicht so besonders. Das hört sich gar nicht gut an. Ist irgendetwas passiert? Na, rede schon. Ach, es ist nichts. Es ist nur zum einen die ganze Arbeit und... Aber darüber möchte ich nicht sprechen. Oh, she's in trouble. Okay. Let's have a look. Ich glaube, ich gehe mal wieder beten. I guess I'm gonna pray again for more strength and more tactics or skills, better to say. Gucken, ob der Bock noch da ist, der Unsichtbare. Scharf. There's a vanished sheep here. There, you see, the bock. Was a male. Okay. Let's pray again. Or, I guess 50 gold. Oh, Health potion was given by praying for 50 gold. Got an idea. I go to Bertrand. Plastic Bertrand. If you know the singer in the 70s, Plastic Bertrand. Halt! Niemand darf das Schiff betreten. Es sei denn, er hätte eine schriftliche Erlaubnis vom Kommandanten Marbot dazu. Ich grüße dich, Bertrand. Kannst du mir sagen, warum niemand auf das Schiff darf? Das weiß ich nicht, Roland. Da musst du schon Marbot oder Oliver fragen. Ich muss aber unbedingt auf das Schiff. Kannst du nicht bei mir vielleicht eine Ausnahme machen? Was fällt dir ein? Da könnte ja jeder kommen. Nein, vergiss es, Roland. Und ich warne dich. Jeder, der dem Schiff zu nahe kommt, wird augenblicklich mit unseren Waffen niedergestreckt. Verstanden? Schon gut. Ich habe verstanden. Okay. I may not go on the ship. And if I try it, I will be beaten by a sword. And who's this? This is Götz. Hallo Götz. Hallo, Roland. Und? Alles ruhig? Klar. Die paar Wölfe, die sich hier schon mal rumtreiben, machen mir noch lange keine Angst. Allerdings sollte ich mal wieder mit der Armbrust üben, damit mich keins von den Viechern erwischt. Warum hast du eigentlich so ein bekümmertes Gesicht? Ist was los? Ach, nichts, Roland. Na komm, mir kannst du es doch verraten. Was ist los? Na gut, du darfst aber keinem anderen davon etwas sagen, hörst du? Na klar, versteht sich doch. Mir ist was verdammt Blödes passiert. Ich habe den Schlüssel zum großen Turm verloren. Was? Den Schlüssel vom großen Turm? Hier am Hafen? Wie ist denn das passiert? Gestern Abend hatte ich noch etwas rumgetrunken und bin danach noch spazieren gegangen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Schlüssel noch. Aber als ich mich auf den Rückweg machte, war er plötzlich weg. Verstehe. Mann, du musst ja dann ganz schön blau gewesen sein. Tja, ich... Hast du denn nicht versucht, den Schlüssel wiederzufinden? Klar habe ich. Doch leider ohne Erfolg. Wenn das Bertrand oder die anderen Paladine mitbekommen, dann... Dann wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach mehrere Tage unter Arrest stehen. Ja, und das wird wohl das Mindeste sein. Jetzt weißt du, warum ich mich so mies fühle.
Wegen des verlorenen Turmschlüssels. Ja, was willst du noch von mir wissen? Weißt du denn gar nicht mehr, wo du das Ding verloren haben könntest? Nun, eine Idee hätte ich schon. Ja, und? Erzähl schon. Ich werde das Ding vermutlich beim alten Segelhaus verloren haben. Ach nee, was wolltest du denn da? Dich vielleicht mit paar Lurkern balgen. Tja, ich habe keine Ahnung mehr, was ich da im besoffenen Kopf wollte. Auf jeden Fall sah ich dort plötzlich ein paar Lurker kommen. Da bin ich natürlich abgehauen. Nicht, dass ich mich vor den Lurkern fürchte, Roland, aber in meinem Zustand... Ja, ja, ist schon klar. Aber warum gehst du nicht jetzt hin und suchst den Schlüssel? Ach nee, jetzt wo ich Wachdienst habe, das kannst du vergessen, Roland. Wenn die Paladine mitbekommen, dass ich so einfach meinen Wachposten verlasse, bekomme ich ganz gewaltigen Ärger. Stimmt, hatte ich ganz vergessen. Doch du, Roland, kannst dich frei bewegen. Könntest du nicht den Schlüssel für mich holen? Ach, jetzt soll ich für dich die Kastanien aus dem Feuer holen und mich mitten unter die Lurker wagen. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Ich würde dir auch 100 Goldstücke geben, wenn du den Schlüssel findest. Also überleg es dir. Du würdest einem Kumpel damit wirklich aus der Patsche helfen. Ich werde den Schlüssel für dich suchen. Danke, Mann. Das werde ich dir nicht vergessen. Okay. What Götz said is that he lost a key from the big tower here. And he was drunk, so he told me that I have to search it, which I will do, of course. And I know already where the old Sägehaus is. Okay, let's go to the Sägehaus. I know it's a very dangerous place there. Ich gehe zum Sägehaus. Oh, kleine Sense. Very good. Und ich weiß, dass da der Schlüssel liegt. In meiner ersten Let's Play, my first Let's Play, I was really searching my ass off to find this fucking key. Sorry. Okay, let's talk to Hubert. Hey du. Hallo Hubert. Alles klar? Wie man es nimmt, seitdem Marbot mich beauftragt hat, darauf Acht zu geben, dass keine Lurker zu nah an das Dorf herankommen, habe ich jetzt zumindest endlich Ruhe vor ihm. Und das ist schon eine Menge wert. Trotzdem, ein bisschen mehr Abwechslung könnte nicht schaden. In der Regel ist das ja ein eintöniger Job. Tatsächlich? Und die Lurker? Was ist mit denen? Bisher hat sich noch keiner von den Viechern zu nah herangewagt. Dann geh doch ein Stück in den Wald und erlege ein paar zur Abwechslung. Das geht nicht. Marbot hat mir strikt verboten, sowas zu unternehmen. Ich soll unbedingt auf meinen Posten ausharren. Und das werde ich auch tun. Okay. He has to watch out that there are no lurkers coming into the village. So, vielleicht soll ich es wagen, hier reinzugehen und schon ein paar Tierchen zu erlegen. Maybe I should try to beat the Athanos Lurker. Ah, there's already one. Okay, come on. Attack me. Ah. Okay. Great. Da ist nicht zu holen. Yeah. Ah, is he coming at me? Kommt er zu mir? Ja. So. Oh, I got a chance. Das geht ja gut. Da ist nicht zu holen. This was really good. Okay, eating apples again. Oh, you're feeling fresh now.
Okay. It's good. And a fish soup. Maybe I do have a chance with a goblin, which is hanging around behind this. Check. There he is. Ah! A nasty thing. Come on. Come on. Ah, there are other comings! Oh, shit. Kommen noch andere. So ein Mist. Maybe I can hide. Oh shit, no. Alarm! Das war's mit dir, Mistvieh. Thank you, Hubert. I do know where the key is, but I will not show it. Ich weiß, wo der Schlüssel ist, aber ich werde es euch nicht zeigen, wegen Spoiler-Alarm. Es ist machbar. Und den kleinen Tipp, den habt ihr auch bekommen, muss irgendwo hier in der Nähe sein. Ja, ich habe den Schlüssel jetzt gefunden und Hubert hat jetzt versucht, meinen Lurker zu eliminieren, der mich verfolgt hat. Also geht es jetzt zu Götz zurück und erzählen ihm, dass wir ihn gefunden haben. Now we're going back to Götz. We tell him that we found the key for the big Hafen Tower here. Ich habe den Schlüssel gefunden. Bei Innos. Ist das wahr? Ja, er lag tatsächlich nicht weit von dem alten Sägehaus. Puh, ich danke dir. Du hast dir deine Belohnung ehrlich verdient. Da, 100 Goldstücke für dich. Gut, hier hast du deinen Schlüssel. Wie? Nee, nee, den behalte mal ruhig. Ich möchte so einen Ärger nicht nochmal haben. Wie bitte? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Was wird Bertrand dazu sagen? Was willst du eigentlich? Im Turm gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die du gut gebrauchen kannst. Und Bertrand werde ich einfach mitteilen, dass ich den Schlüssel dir übergeben habe. Hm, wenn du meinst? Na klar doch, kein Problem. Ach ja, nochmals, vielen Dank für deine Hilfe. Okay. We can keep the key to this tower, and now we're going in. What to find there? I know there's very, very, very much in here to loot. Sehr viele Sachen hier, die man hier sammeln kann und so weiter und so weiter. Oh, ich habe wieder einen Spoiler gemacht. Okay. So, everything is collected now in this tower, and it's a bad weather outside again. I guess that we are going back to the castle. What about Ingolf? Was ist mit Ingolf? Hallo Ingolf. Und? Gibt es etwas Neues? Ja, Roland. Ein Schiff ist in den Hafen eingelaufen. Das königliche Kriegsschiff Albanus. Nur anschauen können wir es leider nicht. Befehl von Marbot. Eigentlich schade. Wer weiß, ob wir jemals wieder ein Schiff des Königs zu sehen bekommen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh, shit. Ein Mistvieh. Ein Mistvieh weniger. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Okay, let's go to sleep. And if you enjoyed this part, Odyssey im Auftrag des Königs, please subscribe and leave a comment. Thank you.